So, willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, dem Spiel, wo wir mal wieder einen anderen Ort besuchen, der nicht auf der Landschaft einer Goldküste, aber bevor wir das machen, öffnen wir erstmal das Reiseproviant. Zum Wohl. So, weiter geht's. So, wer ist denn das hier noch? Shazaratar, gehört die immer dazu? Sobald wir den Rand der Marsch erreichen, nützen uns Pferd und Wagen wenig. Von da aus fährt ein Flussschiff zu dem heiligen Ort. Das Befahren der Wasserstraßen ist wie das Schwimmen im Geburtsteich oder das Aufspüren eines Guars im Schlamm. Sorgt euch nicht. Dieses Pferd und dieser Wagen werden uns zum Dunkelforst bringen, wo Cyrodiil in Schwarzmarsch übergeht. Steigt ein, wenn ihr bereit seid. Wir können noch warten, wenn ihr vor der Abreise noch etwas erledigen wollt. Als ob, ich bin nur deswegen hier. Ja, gut, was machen wir da? Na, wir reisen wahrscheinlich in die Bude rein und gucken mal, was passiert, oder? Ihr stellt die spannendsten Fragen. Oh. Lasst mich das kurz notieren. Nach unserer Ankunft in Dunkelforst bringt uns Shazaratar flussaufwärts zur Freistadt. Seid unbesorgt. Shazaratar ist eine ausgezeichnete Bootsfrau. Sie kennt diese Flüsse wie ihre Schwanzspitze. Du hast die jetzt immer aufgetrieben? Sie ist eine Spurenleserin aus Schwarzmarsch, mit der ich sehr zu meinem Vergnügen früher schon zusammenarbeiten durfte. Wir können ihr voll und ganz vertrauen. Überdies ist sie aufs Niedlichste von allen Dingen fasziniert, die etwas mit den Schattenschuppen zu tun haben. Man würde meinen, das ginge mir auf den Geist, aber nicht im Mindesten. Ja. So ist ein Thema, dass der... Na gut, Bilami, wir können los. Schön, euch wiederzusehen. Richtet eurer kleinen Nord aus, dass sie vorbeikommen und Hallo sagen soll, wenn sie die Gelegenheit hat. Ja, sicherlich. Du solltest dir mal runde Rede besorgen. So, auf zum Grenzland des Dunkelforstes. Was, das klang okay? Lassen wir das? Was? Was klang okay? Das Ploppen? Es wäre leicht, sich in den unzähligen Marschen östlich der Feste Blaublut zu verirren. Dem Grenzland zwischen Dunkelforst und Argonien. Leicht und wahrscheinlich tödlich. Mhm. Ich frage mich dann, was das für eine Freistadt der Dunkelelfen war, weil das, wenn das hier so... Wo sind wir, wie groß ist denn das Gebiet hier? Ja, doch recht groß. Ja, erinnert mich so ein bisschen an das andere Zeug. Hat Shazaratar noch was zu sagen? Ihr stinkt nach Tod, Seltsame. Was genau seid ihr? Nein, sagt es mir lieber nicht. Wenn die Schattenschuppe euch traut, dann tue ich das auch. Vorerst. Ja, immer komplett anderer Tonfall, ne? Und andere Spiele sind natürlich auch schon da. Nun gut. Tja, mein Lieber, Ich bin schon sehr, sehr lange nicht mehr durch diese Marsch gegangen. Seltsam, aber es fühlt sich nicht wie eine Heimkehr an. Das liegt vielleicht daran, dass hier irgendwelche blauen Pfeilspitzenfrösche rumlaufen. Und irgendwelche Vipern und irgendwelche komischen Vögel und das hier generell ziemlich zerfallen aussieht. Ich habe nie viel über die Säuberung in Erfahrung bringen können. Selbst die Zuhörerin wollte nie darüber sprechen. Mhm. Ja, ich denke, es war die Freistadt, die hier gesäubert wurde. Das ist okay. Sie meinte aber, die Schwarze Hand kann in extremen Fällen eine Säuberung erbitten. Ich wünschte nur, ich wüsste, was diese Säuberung nötig machte. Ja, wir hätten vielleicht einen Magier mitnehmen sollen, der hier irgendwie so Spuren der Vergangenheit aufdecken kann oder so Zeug. Doch diesmal erfahren wir wohl etwas bislang noch Unbekanntes. Zumindest hoffe ich das. Rede also. Vor allem, wo sind die ganzen Häuser ja nicht? Da fand ich, die Freistadt wurde gesäubert und nicht das örtliche Argunia-Dorf, was hier nebenan noch ist. Oder war das hier in diesem total unauffälligen Tempel drin? Ich meine, das war wahrscheinlich tatsächlich, ne? Guck mal, das ist ein Hatschmoder. War anscheinend tatsächlich in diesem total unauffälligen Tempel drin. Ja, da würde ich auch immer mein großes Assassinen-Versteck verstecken. Weißt du, so hier so mitten im Tempel, umringt von irgendwelchen Dorfgebäuden. Vor allem so lange kann es eigentlich noch gar nicht her sein. Da wären wir. Haltet die Augen offen. Die Freistadt wurde verlassen, doch solche Orte finden nie lange Ruhe. Lasst uns hineingehen. Ruinen von Chitsiki School. Na, toll. Der schreibt schon wieder. Wird sein Papier nicht feucht? Es gibt ja so gewachste Handbücher und so Zeug, die halt ganz gut halten. So auch in so feuchten Gegenden. Das kann man ja machen, so Papier so ein bisschen resistent machen. Ah, die schwarze Tür. Nach all den Jahren ist sie immer noch heil. Keine Sorge, ich erinnere mich an die richtige Antwort. Was ist das Geschenk des Todes? Frieden? Ruhe? Der Trost, mein Bruder.
Ach ja, das war's. So. Willkommen zu Hause. Das war doch... War das nicht das gleiche Passwort in Dingsbums? Ach, ich könnte hier irgendwo... In Oblivion? Mir war so. Ja gut, das ist die Freistadt, sieht... die ist riesengroß vor allen Dingen. Die sieht schon ein bisschen umfangreicher aus. Nochmal, da hinten ist noch eine sehr freundliche Statue. Habt ihr schon einmal mit den Augen des Hists gesehen? Habt ihr schon einmal hinter die Grenzen der Zeit geschaut? Wir müssen mit mehr als nur unseren Augen sehen, um an diesem Ort die Wahrheit zu enttarnen. Habe ich tatsächlich schon, weil ich habe ja schließlich das eine DLC gespielt, was im Sumpf spielt. Ja, wie machen wir das? Nehmen wir wieder was zu uns? Noch eine ausgezeichnete Frage. Nur weiter so, Assassine. Ich glaube fest daran, dass man immer auf alles vorbereitet sein sollte. Deshalb habe ich dieses Harz eingepackt. Wenn man es verbrennt, enthüllen seine Dämpfe Dinge, die unseren schwachen Augen verborgen bleiben. Also er hat anscheinend ein Back of Holding, weil anders kann ich mich nicht erklären, dass er auf alles vorbereitet sein möchte. Da muss man ja schon einiges mit sich rumschauen. Also, was machen wir jetzt? Spürt ihr es nicht? Wir sind hier drin nicht allein. Ihr müsst euch um alles kümmern, was uns aufzuhalten versucht, während ich die Flamme am Lodern halte. Siehst du, nur weil die Freistadt gesäubert ist, warum wurde die eigentlich überhaupt aufgegeben? War das denn wirklich nötig? Ich meine, nur weil der Ort jetzt einmal leer ist, ich meine, du kannst ja dann aufräumen, wieder voll machen oder nicht? Hatte ich das nicht schon erklärt? Lasst mich in meinen Notizen nachsehen. Interessant. Die Freistadt wurde von den Lebenden aufgegeben. Ja. Aber sie birgt immer noch viele dunkle Geheimnisse. Geheimnisse, die womöglich nicht einmal das Harz enthüllt. Wir sollten auf der Hut sein. Ja, ist klar, dann lass uns mal anfangen. So lasst mich denn die Flamme entzünden. Ah, die Flamme. Atme tief ein und lasst das Harz euch die Augen öffnen. Es mag sich unangenehm anfühlen, aber ich rate euch dringend, euch nicht dagegen zu wehren. Die Wirkung sollte aller Voraussicht nach nur vorübergehend sein. Lasst die Dämpfe uns zu jenen Antworten führen, nach denen wir suchen. Sollte nur vorübergehend sein? Also der Eingang ist eigentlich schon mal wieder sehr lebensbejahend hier. Irgendwas zu sagen? Die Wahrheit will sich stets im Offenen verbergen und ist oft dann besonders flüchtig, wenn man am fleißigsten nach ihr sucht. Die Harzdämpfe bieten in diesem Zusammenhang einen Vorteil. Lasst euch von ihnen erfüllen, damit ihr richtig sehen könnt. Geht los und sucht nach etwas, was euch fehl am Platz zu sein scheint. Die Dwemer-Sphäre, die mir die ganze Zeit folgt, offensichtlich gehört nicht dazu. Also die Tatsache, dass hier niemand sich die Mühe gemacht hat, die Leichen wegzuräumen, könnte vielleicht auch sein. Kann ich da direkt hingehen? Weil das ist ja wahrscheinlich der zentrale Raum, ne? Was haben wir hier hinten? Und welche Leichen, die runterhängen? Sag mal, wie voll... Ach komm, die hängen aber auch wieder an irgendwelchen Sachen dran, ne? Das sind wirklich viele Leichen, die hier rumhängen. Und dieser Nebeleffekt, der mich hier rumschwirrt, macht es nicht unbedingt besser. Ach, die dunklen Wächter leben noch. Na gut, war ja eigentlich klar, dass die dunklen Wächter das... Warum kommen die mir eigentlich feindlich sind? Die sollten doch eigentlich hier mein Zeichen erkennen, oder nicht, oder? Also die lustige... Statue hier ist auf jeden Fall. Die fällt mir sehr gut ein. Sieht ein bisschen grimmig aus, ne? Oh, die Lampe schnell im Kopf. Solange sie nicht aufsteht. Dann was zu der Statue zu sagen? Die Wahrheit. Ich habe nicht gehofft, dass er vielleicht einzelne Orte kommentiert, aber anscheinend muss sie einfach nur bestimmte. Kann man abreißen, weil das ist gut. Na, bin ich immer gespannt. Guck mal davon. Kennen die dunklen Wächter eigentlich irgendwas? Nee. Doch, die haben immerhin relativ viele Lebenspunkte. Aua. Hält ja schon was aus eigentlich, die. Wenn ich das mich jetzt hier großartig verlangsamen würde, aber trotzdem. Immerhin droppen sie unfassbare 16. Hier müssen wir noch rein. Unfassbare 16er Gold. Als die schwarze Hand die Freistadt versiegelte, hatte ich keine Ahnung, dass sie die Toten zurückließen, wo sie gefallen waren. Wollen wir mal sehen, was das Harz enthüllt? Ja gut, dass das... Die Toten so das ist... Ob das so eine Art letzte Ehre ist?
Achso, ich hab den Geist eingeheißt. Das stand der gerade so doof drum. Was sind hier denn alle? Von den gerade waren da oben noch welche spektralen Wächter, die kurz um die rum saßen. Was denn alles Agunia? Fällt mir gerade so auf. Ne? Ja. Auffällig. Die Wahrheit. Na gut, ja, die Wahrheit. Überreste, dann gucken wir mal. Was? Sind das Tränen? Du was? Henker sollten nicht weinen, Lyra. Los, rammt eure Klinge in mein Herz. Wenn Sidis mich ruft, springe ich gern in die Leere. Wenn man uns ruft, müssen wir gehorchen. Glaubt ihr das wirklich? Selbst jetzt meint ihr noch, dieser Irrsinn hätte einen Zweck? Sinn und Zweck sind nur Illusion für die Masse. Doch ihr kennt die Wahrheit, Lyra. Und nun stecht zu. Schickt mich nach Hause. Ja, schon Kraft. Lyra. Ah, das war sie, die richtige Lyra. Na, ja, das ist doch hochinteressant. Dieser Ort birgt. Also, wir wissen ja zumindest, dass es die Lyra war. Der schwarze Drache, den wir getroffen haben. Also, das war die letzte Person, die sie umgebracht hat, war anscheinend sich selber. Also, war es wahrscheinlich doch eher im übertragenen Sinn gemeint, dass sie ihre Persönlichkeit umgebracht hat. Und nicht. Wer seid ihr denn? Und nicht. Aufteilen! Na gut, das würde zumindest erklären, warum sie so. Vielleicht hat es das auch leichter gemacht für den Rest. Ich meine, ihr hat es leichter gemacht, wenn einige von den Irren sich sowieso haben umbringen lassen, ohne sich großartig zu wehren. Denn. Noch mehr sterbliche Überreste. Ein weiterer toter Bruder. Ein weiteres Teil dieses traurigen Puzzles. Naja, irgendjemand scheint ja die ganze Zeit die Dinge anzuzünden. Das dunkle Gemahl. So wie Sekunda Amasa folgt, so folgt Sidis der Mutter der Nacht. Ihr Gemahl verfolgt sie, aber sie hält nur selten inne, so dass er stets in ihren Schatten ist. Sidis hat viele Namen und viele Eltern, oder überhaupt keine. Aber seine Giftzähne, die Giftzähne von Sidis beißen noch immer. Sie genießen es besonders, die Willensschwachen, die Törichten, die Gierigen oder die Dickköpfigen zu vergiften, aber die Giftzähne können auch die Mächtigen und die Weisen vernichten. Hütet euch vor denen, die unter dem Schatten geboren wurden und vor allem jenen, die seine Macht gebrauchen wollen. Der Untergang unserer Ahnen steht in Verbindung mit den Giftzähnen von Sidis und unsere Schuppen sind noch immer dunkel durch seine Berührung. Sag mir, es ist keiner gut, in der er gestorben ist. Was aber hier schön ist. Halt, Lyra. Ihr kennt mich. Ich würde die Bruderschaft nie verraten. Ich kenne euch, Annalise, doch meine Befehle sind eindeutig. Bitte, es muss doch einen anderen Weg geben. Wenn das nur wahr wäre. Nett. Sterbt, Schwester. Klarheit erblüht im Nebel des Hist. Doch eine derart schreckliche Aufgabe übertragen zu bekommen. Klarheit, er blüht im Nebel des Hiss. Ach, dieser Agonian, das habe ich ja überhaupt nicht vermisst. Die sind nur so wenig klar. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Agonian sich selbst auch nicht so ganz sicher sind, was sie da eigentlich erzählen. Also die haben halt immer ihre lustigen Visionen von ihrem Baum. Und was dann dabei rumkommt, ist halt auch irgendwie ein bisschen uneindeutig. Nach der ganzen Geschichte. Oh, dann wieder runter. Oh. Noch mehr Schatten. Yeah, es sind zwei. Auch wieder lauter. Nein, das ist doch nicht. Na gut, so viel zum Thema, das ist eine reine Agonia-Bude gewesen. Obwohl, ich mich wirklich frage, wie viele Leute wollen tatsächlich hier in Schwarzmarsch so, also normale Leute so wohnen, weil das nicht so richtig Spaß macht, wenn man schwerer sagt. So viel, richtig viel Spaß macht, glaube ich, dieses ganze Sumpfzeug durch nicht. Diese Flure zu wandeln, erinnert mich an die Geschichte, die wir den Initianten erzählen, um ihnen Angst einzujagen. Die Geschichte vom Zorn von Sidis. Schön, dass er das uns so gut sagen kann, während er seine dumme Laterne hält und ich mich hier damit beschäftigen muss, Leute wegzuhauen. Wer ist er? Harlan? Lyra? Stimmt etwas nicht, Schwester? Die sind doch alle kleiner als ich. Tut mir leid, dass es so kommen musste, Bruder. Was tut ihr da? Nein, Lyra! Halt! In den alten Geschichten erscheint der Zorn von Sidis, um die Seelen von Verrätern davonzutragen. Wenn das wahr ist, so frage ich mich, warum diese Säuberung überhaupt nötig war. Tja, das Ding ist, die Leiche ist halt nicht genauso gefallen wie die Animation. Es gibt eine Szene in Horizon Zero Dawn, also PlayStation-Exklusiv-Spielen, wo bestimmte Charaktere ihren Tod finden und die Leichen fallen halt um und das Spiel spielt halt irgendwie fast 1000 Jahre später und der Raum ist halt hermetisch abgeriegelt. Und dann siehst du halt, wie diese in diesem Hologrammvideo, die Leute sterben und die Leichen liegen halt exakt genauso da wie die letzte Bewegung von den Leuten.
Und das sieht halt irgendwie, das hat diese ganze Bewegung halt irgendwie deutlich besser verkauft, als das hier gerade, wo jetzt irgendwie die Leiche halt auf dem Boden irgendwie nur so grob in der richtigen Richtung liegt. Wo man sich halt fragt, wer zur Hölle soll die Leiche hier bewegt haben. Weil das, der Ort hier ist ja offensichtlich eigentlich ganz schön abgeriegelt, ne? Also hier kommt ja keiner rein. Also zumindest weiß ich nicht wie. Man müsste ja irgendwie das geheime Kennwort kennen, das anscheinend anders ist von Freistaat zu Freistaat und das Ding ist ja verlassen und generell überhaupt, also eher unwahrscheinlich, ne? Ha. Boah, noch mehr? Das ist nicht klar, dass nicht klar, sich für Bogen zu rauchen. Da müssten die Agunia eigentlich relativ resistent sein. Es gibt ja auch Agunia, die nicht vom Hist abhängen. Das war ja so ein bisschen der Story-Aufhänger. Noch weitere sterbliche Überreste. Ich hoffe, es sind die letzten. Naja, sind sie bestimmt. Spektraler Bürger. Das Ding ist, ich habe so schöne AOE-Zaubersprüche, aber irgendwie ist das Single-Target-Zeug irgendwie immer noch besser. Also zumindest gegen so Dreiergruppen. Na, gucken wir mal. Wer ist er? Reden. Verräterin, ich habe unsere Brüder und Schwestern nicht verraten. Die schwarze Hand würde das niemals gutheißen. Ich glaube das nicht. Ihr müsst es auch nicht glauben. Ihr müsst einfach nur sterben. Nett. Sie hat die Säuberung ihrer eigenen Freistadt vollzogen. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was das in ihr ausgelöst hat. Tja, sind wir aber immer noch nicht schlauer. Es ist nur, dass sie das war, aber voranbringt es das auch nicht. Wie schrecklich. Lyra wurde befohlen, ihre eigene Freistadt zu säubern. Ihre eigenen Brüder und Schwestern zu töten. Darauf wäre ich nie gekommen. Naja, und was soll mir das jetzt sagen? Das bedeutet, dass man mich über die Säuberung im Dunkeln ließ. Ich verstehe, warum man das für nötig hielt. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass ich die Wahrheit allein herausfinden musste. Lyra starb nicht bei der Säuberung. Sie war das Schwert der schwarzen Hand. Vielleicht war sie auch selbst ihr letzter Auftrag. Ja, wie ist sie denn zum schwarzen Drachen geworden? Außer, dass sie anscheinend nicht so ganz mehr, so ganz fest im Sattel war nach der ganzen Aktion hier. Das will sich mir noch immer nicht erschließen. Offenkundig will uns der schwarze Drache glauben machen, dass sie und Lyra ein und dieselbe Person sind. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass Lyra sich je von der Mutter der Nacht und von Sidis abwenden würde. In diesem Mosaik fehlt noch ein Steinchen. Wo finden wir das? Ich weiß es einfach. Nachdem Lyra die Säuberung abgeschlossen hatte, ist sie vermutlich zum Schrein von Sidis gegangen, um eine Opfergabe darzubringen und im Gebet für ihren Erfolg zu danken. Das war ihr übliches Ritual. Lasst uns den Schrein besuchen und nachsehen, ob dort noch Bilder von jenem Augenblick verblieben sind. Ah ja, na gut, da weiß ich auch genau, welcher Schrein das ist. Vor dem stand ich ja bereits und habe mich gewundert, warum der nichts zu bedeuten hat. Das Ding ist, wenn du aber hier so eine Säuberung machen willst, dann würdest du doch welche extern benutzen, die von woanders kommen, oder? Und nicht die Leute von hier. Also das ist ja halt irgendwie die eigene... Schaut, ich hatte recht. Es gibt noch eine Erinnerung zu sehen. Vorhin war die noch nicht da. Schreckensvater, hörst du mich? Siehst du, wozu sie mich gezwungen haben? War das wirklich dein Wille? Hat die Mutter das wirklich befohlen? Ich tat, was man mir auftrug, doch es fühlt sich falsch an. Bitte, Schreckensvater, sprich zu mir. Wolltest du all diese Tode wirklich? Wer ist das? Erlaubt mir, euch zu beruhigen, Kind. Ihr habt genau das getan, was euch befohlen war. Sprecherin, ich wusste nicht, dass ihr noch hier seid. Ein weiteres Sakrament wurde durchgeführt. Ihr müsst in die Stadt Quatsch reisen und Jonas, den Primas von Akatosh, ausschalten. Aber Sprecherin, meine Familie, ich brauche Zeit, um... Eure Familie? Persönliche Bande sind unter eurer Würde. Erinnert euch daran, wer ihr wirklich seid. Skrupellos, ehrgeizig. Ihr seid meine Schweigende, meine Waffe. Ja, Sprecherin, ich erinnere mich. Ich reise sofort nach Quatsch. Ah ja. Tja, das erklärt aber alles, denke ich mal. Oder? Nun, wenn das mal keine Offenbarung war. Ich muss wohl noch andere Anwendungszwecke für diese wunderbaren Dämpfe finden. Es scheint, als hätte Lyra nicht nur die Säuberung unserer alten Freistadt durchgeführt, wie man es ihr befohlen hatte, sondern sie nahm im Anschluss auch noch einen neuen Kontrakt an. Ich weiß nicht, ob man in diesem Zusammenhang wirklich von Annehmen reden kann oder
ausführen wie befohlen. Na gut, wer ist Primas Junas? Anscheinend lebt er ja nicht mehr. Bevor seine Großartigkeit Artorius an die Spitze der religiösen Hierarchie aufstieg, stand Primas Junas Akatoshs Anhängern an oberster Stelle vor. Es gab schon vorher Gerüchte, doch das ist der Beweis, dass Junas keines natürlichen Todes starb. Tja, wie meint, das sah aus wie ein natürlicher Tod. Das ist natürlich nochmal eine ganz neue Dimension. Weil bis jetzt haben sie alle Morde der dunklen Bruderschaft, also zumindest in Skyrim und hier jetzt, nicht gerade durch ihre Heimlichkeit ausgezeichnet, nicht wahr? Tja, und das, na gut, das ist, warum sie jetzt für den Orden der Stunde, das ist wahrscheinlich Zweifel an der ganzen, am ganzen Auftrag, oder? Eine ausgezeichnete Frage. Falls der schwarze Drache wirklich Lyra sein sollte, bringe ich diese Verräterin eigenhändig um. Trefft mich in Quatsch, Assassine. Ich habe noch ein bisschen Harz übrig. Damit sind wir unter Umständen in der Lage, festzustellen, was sich im Zuge von Lyras letztem Kontrakt abspielte. Ah ja. Shazara Tar wird euch zur Goldküste zurückbringen. Ich treffe euch vor der Kathedrale in Quatsch, sobald ich diesen Erinnerungen meinen Respekt gezollt habe. Aha, und er findet allein zurück? Interessant. Ich habe geschworen, nie hierher zurückzukehren. Doch jetzt habe ich den unbändigen Wunsch, noch einen Moment länger zu bleiben. Geht ihr voraus. Shazara Tar wird euch sicher zurück zur Goldküste bringen. Treffen wir uns in Quatsch vor der Kathedrale von Akatosh. Ich habe das Gefühl, dass diese Stadt übrigens nicht das Aussehen von sieht. Das ist nur eine von vielen möglichen Interpretationen. Was wäre, wenn ich euch bitten würde, ein Bild vom Chaos zu malen? Oder unendliche Finsternis aus einem Stein zu hauen? Sithis ist die Leere. Die Statue gibt dem Unergründlichen eine Form. Ein schwacher Versuch. Doch selbst Argonia erliegen solchen Wünschen. Na toll. Der würde nur aus dem Harz rauen. Er meinte, er hat nicht mehr so viel. Aber auf der anderen Seite... er hat das ja irgendwo her, ne? Also nehme ich mal stark an, dass da, wo das herkommt, gibt es auch mehr. Na gut. Das hat schon... Leider ist die Grafik von ESO immer zu schlecht für so irgendwie so gute Wallpaper-Screenshots. Na ja, dann wollen wir mich mal wieder abhauen.